mittlerweile zum Inventar und mittlerweile auch im Vorstand, also im Prinzip Mitorganisator des Fördervereins. Also ich kam dazu, weil der Bernhard mich ausgewählt hat als ersten Darstellerpreisträger. Da kommt man ja gerne. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht in dem Verein mitarbeiten will. Und ich finde, Nachwuchs ist ja ganz wichtig. Was machen wir ohne Nachwuchs? Da stehen wir ja nackig da. Ne? Guck mal, Fassbinder ist tot, mein Lehrer Schröter ist tot, Sadik ist tot. Was ist? Da muss ja was nachkommen. Und speziell hier bei uns kümmere ich mich immer um die Darstellerliste und um die Preise. Ne? Da habe ich ja früher schon im Regieverband gemacht. Da habe ich auch schon im Vorstand gesessen vom Darstellerpreis. Insofern ist das für mich eine alte Welt. Das ist eine wichtige Sache. Ich bin jetzt gerade noch mal drauf eingegangen. Normalerweise kennt man Klopp-Oliver Rudolph als Schauspieler, aber er ist auch ein Eisenschüler, macht viel mehr. Was gibt es vielleicht die nächste Zeit, wo man sagt, okay... Ja, also jetzt, pass auf, jetzt kommen erstmal drei Krimis hintereinander. Es geht los am 6.11. Dann kommt am 13.11. ein neuer Pilotfilm nach dem Bestseller Sat.1, Hauptsendezeit, ein richtiger Thriller, richtig, da bin ich richtig böse mal wieder. Und dann kommt natürlich wie immer, was ich ja so mache, weißt du, ich bin ja seit 9 Jahren bei Soko Stuttgart als Gangster, da haben sie auch immer versucht, mich umzubringen mit Gift, mit Brandanschlag, mit einem Attentat, mit Gewehr. Ich habe immer überlebt. Ne? So, und dann kommt... Nee, und dann kommt ein Buch, was ich selber geschrieben habe. Ich habe über den großen Hans Albers ein Buch geschrieben, Der blonde Rebell. Und da wird ein Zweiteiler gemacht mit dem NDR. Und da bin ich natürlich sehr stolz drauf. Ne? So, für heute Abend so eine Prognose. Was ist wird, der Preisträger wird oder sowas? Nee, ich kann nur sagen, wer die beiden Darstellerpreise bekommt. Und das ist einmal die Julie Winter, die unser aller Kindersextraum war in den Simmel-Verfilmungen. Ich sage nur, Antwort weiß nur der Wind oder Jimmy ging zum Regenbogen, was Schärfred lief damals nie rum. Und der andere ist mein Lieblingsschauspieler, Günter Lamprecht. Ne? Wir trafen ja schon im Boot aufeinander. Und wie vor 2 Jahren, wer hätte die Laudatio? Ich natürlich. Ja.